and behind the back of the legislative bodies. Resurrection of the U-boat arm, economic rearmament, and camouflaged rearmament from 1933 to the freedom from the restrictions in 1935. Ich habe inzwischen in der Mittagspause das Protokoll angesehen. Ich möchte zunächst bemerken, ich finde es nicht sehr angenehm, dass die Herren von der Anklagevertretung dabei bleiben, dass die Verteidigung die Urkunden, die vorgelegt werden, spät eben vor der Verhandlung, während der Verhandlung oder meistens erst nach der Verhandlung bekommen. Ich wäre der Anklagebehörde dankbar, wenn es möglich wäre, in Zukunft uns rechtzeitig zu unterrichten. Von den Urkunden, die heute Morgen, nein, Verzeihung, gestern ist in unserem Zimmer 54 ein Aushang gemacht worden über diejenigen Urkunden, die heute vorgelegt werden sollten. Ich habe festgestellt, dass die heute vorgelegten Urkunden nicht in der gestrigen Liste enthalten sind. Sie werden verstehen, dass dadurch die Verteidigung verhältnismäßig schwierig gemacht wird. Zudem grundsätzlich kann ich mit meiner heutigen Erklärung kein Einverständnis dafür geben, dass Vernehmungsprotokolle vorgelesen werden. Um die Sache zu erleichtern, möchte ich dem Vorschlag des Gerichts folgen und erkläre mich einverstanden, dass das hier vorliegende Protokoll vorgelesen wird. Ich bitte jedoch, und ich glaube, ich habe bereits die Zusicherung der Staatsanwaltschaft, dass nur der Teil verlesen wird, der das Dokument C-156 betrifft. Da ich nicht die Zeit hatte, auch die übrigen Punkte mit dem Angeklagten zu besprechen. In den übrigen Punkten werden nämlich noch 5 weitere Dokumente genannt. Ferner bitte ich, dass der Teil, der sich auf das Buch von Kapitän zur See Schüssler bezieht, vollständig vorgelesen wird. Und ich glaube, dass der Herr Anklagevertreter damit einverstanden ist. We will not ask you to convict these men on the testimony of their foes. There is no count in the indictment that cannot be proved by books and records. The Germans were always meticulous record keepers, and these defendants had their share of the Teutonic passion for thoroughness in putting things on paper. Nor were they without vanity. They arranged frequently to be photographed in action. We will show you their own films.
you will see their own conduct and hear their own voices as these defendants reenact for you some of the events in the course of the conspiracy. We would also make clear that we have no purpose to incriminate the whole German people. Please, Your Honors, I will now take up the subject of crimes in the conduct of the war. Even the most warlike of peoples have recognized in the name of humanity some limitations on the savagery of warfare. Rules to that end have been embodied in international conventions to which Germany became a party. This code had prescribed certain restraints as to the treatment of belligerents. The enemy was entitled to surrender and to receive quarter and good treatment as a prisoner of war. We will show by German documents that these rights were denied, that prisoners of war were given brutal treatment and often murdered. This was particularly true in the case of captured airmen, often my countrymen.